Bei Startversuchen mit einem neuen Gleitschirm ist ein 17-Jähriger am Samstagnachmittag von einer Windböe mitgerissen worden und in die Eder gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Wildunger Krankenhaus. Seinen 38 Jahre alten Stiefvater, der ihn mit einer Leine sichern wollte, riss der Sturm ebenfalls mit. Der Mann prallte am Ederufer gegen einen Baum und zog sich schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsassistenten versorgten den Edertaler zunächst im Rettungswagen. Später flog ihn die Besatzung des angeforderten Rettungshubschraubers Christoph 7 in eine Kasseler Klinik. Nach dem Unglück bei Bergham war zunächst nicht klar, ob und wie viele Personen in den eiskalten Fluss gestürzt waren. Deshalb waren neben den Rettungskräften auch mehrere Edertaler Feuerwehren und das Wildunger THW alarmiert worden. Beim Eintreffen der Kräfte war der 17-Jährige aber bereits wieder an Land. Die Feuerwehrleute sollten außerdem den Gleitschirm aus der Eder bergen. Dies gelang zunächst aber nicht, weil sich der Schirm auf dem Grund der Eder in Steinen und Ästen verfangen hatte. Laut Polizei hatten der Mann und sein Stiefsohn das Sportgerät erst kurz vor dem Unglück angeschafft.